Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr habt es euch schmecken lassen und habt die Zeit genutzt, euch in der Messehalle umzusehen. Wir haben die Zeit auf jeden Fall genutzt, um eure Lebensläufe zu checken. Es kommen immer noch super viele rein und das freut uns sehr. Aber jetzt geht es auch gleich weiter mit unseren Vorträgen. Und jetzt haben wir zu Gast, nicht ganz hier im Studio, aber wieder live dazugeschalten, Christoph Reimer. Er ist der Leiter des Personalmanagements in der FH Kufstein. Und aus Kufstein haben wir ihn auch dazugeschalten. Er spricht über etwas, was immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, und zwar über Online-Bewerbungen und die Do's und Don'ts bei virtuellen Vorstellungsgesprächen. Also, wie gesagt, etwas, was zurzeit auch ganz, ganz wichtig ist. Ich übergebe, Fragen können wieder wie immer nachher gestellt werden, und wir freuen uns auf einen spannenden Vortrag. Vielen lieben Dank. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass ihr online dabei seid. Liebe Grüße aus Kufstein. Es freut mich umso mehr, dass ich virtuell dabei sein darf bei dieser tollen Veranstaltung von StepStone. Auch von meiner Seite noch einmal der Dank an die Organisation. Das hat wirklich hervorragend funktioniert bis jetzt. Und ja, worum geht es in meinem Vortrag? Online-Bewerbung, Do's und Don'ts bei virtuellen Vorstellungsgesprächen. Darüber würde ich kurz einen Einblick geben, sowohl im Hinblick auf, was ist denn essentiell, was macht so die Erfahrung jetzt der letzten Monate und Jahre aus, wo wir sagen, da haben wir verstärkt auf virtuelle Vorstellungsgespräche einen Fokus gelegt. Ein kurzer Eingang hinsichtlich meiner Person. Ich habe Wirtschaft studiert, ganz klassisch. Ich meine, die Beschreibung haben Sie wahrscheinlich eh schon im Vorgang sich durchschauen können. Also bin eigentlich Organisationsentwickler, Personalprozessmanager, aber mit IT-Schwerpunkt und ja, sehe meine Expertise insbesondere bei so Themen wie Arbeit 4.0 oder New Work-Themen. Und ja, was ist die Agenda für heute? Als erste Frage würde ich mal sozusagen mal als Einstieg die Frage stellen, was ist eigentlich ein Videointerview, worum geht es da konkret und wozu das Ganze im nächsten Schritt? Was sind so die wichtigsten Dinge, die man bei der Vorbereitung des Interviews berücksichtigen sollte? Was sind vielleicht auch Aspekte, die dann während des Gesprächs relevant sind für viele Kandidatinnen und Kandidaten, Bewerberinnen und Bewerbern, auch die Frage der Nachbereitung des Interviews geht in die Richtung, sollte man dann auch noch einmal in Kontakt treten mit dem Unternehmen, mit dem HR-Manager. Und ja, dann, bevor wir zum Ende kommen, auch noch etwas zu den Erfahrungen aus der Recruiting-Praxis jetzt direkt bei uns vor Ort an der Fachhochschule in Kufstein, wo es auch darum geht, wie war das während Corona, was für Punkte haben wir da angesprochen, und bevor wir dann zur Diskussion kommen, nochmal eine kurze Zusammenfassung und vielleicht auch Literaturempfehlungen an die Bewerberinnen und Bewerber, vielleicht auch an die Absolventen, die zuhauchen und sich da vielleicht einen Überblick schaffen wollen. Gut, was ist eigentlich ein Vorstellungsgespräch per Video? Worum geht es da konkret? Der Unterschied zu einem normalen Gespräch ist, es findet quasi nicht persönlich vor Ort statt, sondern ist ein digitales Vorstellungsgespräch, das ortsunabhängig stattfinden kann. Das heißt, so wie ich jetzt aus Kufstein, kann natürlich ein Videointerview von überall auf der Welt stattfinden, ist technisch unterstützt via Computer, Smartphone, Tablet oder mit was für anderen Devices Sie sich einloggen, und man nutzt Tools wie Skype, Zoom, MS Teams, und da habe ich zwar Beispielsfotos schon dabei, damit ihr auch seht, wie könnte so etwas aussehen. Die Frage ist im Endeffekt, was für Tools sollte man nutzen und wozu das Ganze, wie schon nochmal kurz erwähnt, das ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis durch den Wegfall der Anfahrtswege. Es ist weltweit möglich, Gespräche zu führen mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, auch die Personen, die man zu Gesprächen einladet und die man erreichen kann im Zuge des Recruiting-Prozesses, sind natürlich bei weitem höher, als wie wenn es jetzt vor Ort Thematiken wären, wo man die Gespräche wirklich in der Räumlichkeit des Unternehmens führt. Das führt auch zwangsläufig dann zu einer Vereinfachung des Bewerbungsprozesses aus Sicht der Recruiter. Bedeutet, ja, Terminfindung ist bei weitem einfacher, wenn ich jetzt jemanden habe, der beispielsweise bei uns in Kufstein sich für eine Stelle interessiert, dass wir den wirklich auch nach Tirol holen würden. Da haben wir jetzt den Vorteil, wir können den
sozusagen einfach zuschalten. Und ja, wozu macht man das? Im Idealfall aus der Erfahrung raus die klassische erste Runde des Bewerbungsprozesses, um die Eingrenzung der Kandidatinnen und Kandidaten vorzunehmen und um eine schnellere Vorauswahl der Kandidatinnen zu treffen. Ich würde das Ganze jetzt nennen Quick und Dirty. Ja, jetzt zu dem spannenden Teil aus Bewerberinnen- und Bewerbersicht. Wie bereitet man sich auf so ein Interview am besten vor? Ja, wie bereitet man sich vor? Am einfachsten ist es, wenn man sich allgemein schon einmal einen Überblick schafft und sich überlegt, was sind denn meine persönlichen Stärken, was sind meine Schwächen, was sind Themen, die jetzt von meinem Profil auf das Stelleninserat, auf das ich mich bewerbe, wichtig sind. Gibt es irgendwas, wo ich sage, ja, das ist mein USP, das macht mich aus und das trifft 100% auf dieses Stelleninserat zu. Ja, wichtig vielleicht auch, dass man sich Infos sucht über die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die bei dem Gespräch dabei sein werden. Es gibt unter Anführungszeichen nichts Peinlicheres, wenn man dann vor dem Gespräch steht, dann kommen die Personen virtuell dazu und plötzlich weiß man eigentlich gar nicht, wer sitzt denn da gegenüber von mir. Also vielleicht vorab schon informieren und also die, ja, ich sage mal, die Hard Facts über das Unternehmen, wie viele Mitarbeiter, wo sind die Standorte, was sind so die größten Bereiche, wo das Unternehmen tätig ist und ja, vielleicht auch die häufigsten Bewerbungsfragen schon mal durchspielen und üben. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was wären denn so typische Bewerbungsfragen oder wie kann man denn da überhaupt üben? Ja, im Anhang meines meiner Präsentation, wenn man so nennen will, gibt es eine Literaturempfehlungsliste, wo dann auch Informationen zu finden sind mit, ja, wie gestalte ich das am besten, was sind so Themen, die ich vorab vorbereiten soll, im Hinblick auf irgendwelche Schwäche, Stärken, Analysen oder Ähnliches. Ja, digitales Bewerbungsgespräch, da ist es auf jeden Fall notwendig, dass man vorab die Technik testet, dass man auch die Kamera positioniert, dass man schaut, wie schaut es aus mit der Lichteinstrahlung, gibt es irgendwelche Hindernisse, die stören könnten, beispielsweise wenn ich jetzt eine Katze hätte und die da ständig durchs Bild marschieren würde, dann wäre das auf jeden Fall nicht so sinnvoll. Ja, ansonsten passender Hintergrund, ich sitze jetzt im Büro, von daher ist das recht passend. Schlecht wäre es, wenn im Hintergrund ja, irgendwie eine Wäsche hängt oder irgendwie Schmutzwäscheberge oder irgendwas in dieser Richtung. Dort wären die dann, ja, ich sage mal, das Erlebnis des Interviews ein wenig trüben würden. Und ja, das bringt mich dann auch schon zum nächsten Punkt. Wie läuft denn so ein Gespräch dann ab und was ist bei dem Interview selbst, speziell im Bereich ja, virtuelle Umgebung, digitales Interview zu berücksichtigen. Ja, wichtig, pünktlich zum Interview einloggen, dass man ja, 5 bis 10 Minuten vorher schon bereitsteht, falls es irgendwie technische Probleme geben sollte oder es sonst noch Fragen der technischen Natur geben sollte, wo man halt Unterstützung braucht. Passende Kleidung wählen. Ja, je nachdem, was es für eine Stelle ist, was es für ein Unternehmen ist. Ja, ich sage mal, die passende Kleidung kann sein, eine Bluse, ein Hemd, ein Poloshirt. Es geht im Grunde darum, ja, einfach dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein. Im Idealfall auch Schreibutensilien bereitlegen, um Notizen zu machen, um mitzuschreiben, um sich vielleicht wichtige Fragen, die einem während des Gesprächs in den Sinn kommen, auch nochmal niederzuschreiben. Ganz interessant ist das Thema der Körpersprache. Es gibt nämlich viele Personen, die während eines Gesprächs dazu tendieren, wenn sie jetzt mit der Kamera konfrontiert sind, irgendwie in eine nicht gerade Körperhaltung zu gehen oder so klassisch sich so zurückzulehnen und zu schauen. Das ist dann im Setting eines Bewerbungsinterviews oder Bewerbungsgesprächs natürlich nicht zielführend. Aufrechte Sitzhaltung, Augenkontakt halten, auch wenn es jetzt so ist, dass nicht die Person persönlich vor Ort ist, aber dass man immer in die Kamera schaut beziehungsweise versucht, ja, den Augenkontakt herzustellen beziehungsweise auch zu halten.
Und ansonsten haben wir noch das Thema der Stimmkontrolle, dass man auch versucht, ja, relativ angenehm zu sprechen. Hintergrund des Ganzen ist, wo jetzt die letzten 2, 3 Punkte vielleicht schwer fallen, dass man natürlich in einer Stresssituation ist. Es geht um eine Bewerbung, man will ja einen Job unbedingt haben. Und ja, unterm Strich, wir sind alle nur Menschen, also auch die Personalerinnen und Personaler beißen nicht, sondern ja, denen ist es ganz bewusst, wie denn ein Gespräch durchgeführt wird und dass das auch eine Stresssituation ist. Nächster Punkt, Nachbereitung des Interviews. Ich finde es immer wichtig, dass man sich selber nochmal Gedanken macht und Revue passieren lässt. Ja, was waren denn jetzt so die wichtigsten Punkte des Gespräches? Wie ist mir die Stimmung selbst vorgekommen? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht? Gibt es irgendwelche Lessons learned, die ich durchgeführt habe oder die ich daraus mitnehmen kann? Irgendwelche Punkte, wo ich sage, das mache ich das nächste Mal überhaupt anders. Das sind Punkte, die muss ich nächstes Mal anders darstellen? Habe ich es überhaupt geschafft, meine Interessen für die Stelle zu vermitteln? Habe ich meine Qualifikationen entsprechend darlegen können? Oder bin ich zum Beispiel aufgrund von Nebensächlichkeiten im Gespräch gar nicht so weit gekommen, um zu sagen, ich bin der perfekte Mann oder die perfekte Frau für die Stelle? Und ja, optional Dankschreiben an die Personalerin, den Personaler ist recht gern gesehen, kommt natürlich auch immer auf die Position drauf an, wo man sich nochmal um das oder für das gemeinsame Gespräch bedankt und ja, vielleicht auch nochmal unterstreicht, wie toll das Gespräch war und dass man jetzt noch mehr motiviert ist, um in dem Unternehmen arbeiten zu dürfen und zu können. Und ja, das ist so die Idee dahinter, dass man sich auch nach dem Ende des Interviews noch ein bisschen damit beschäftigt, was wären denn die nächsten Schritte, beziehungsweise was könnte sonst noch folgen. Was sind jetzt die Erfahrungen aus der Recruiting-Praxis? Da würde ich gern zwei teilen, und zwar mal aus Sicht der Personaler- und HR-Sicht und nachher aus der Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten. Immer ein bisschen im Konnex mit dieser Corona-Krise, die wir jetzt gehabt haben, beziehungsweise immer noch haben wir mit dem Lockdown, nur als Hintergrund, wir an der Fachhochschule Kufstein hatten auch währenddessen noch weiterhin Bewerbungsgespräche. Diese waren dann aber ausschließlich online. Das war für uns auch was Neues, insbesondere deshalb, weil bei uns an den FHs natürlich ein bisschen was anders ist wie in der Wirtschaft. Das heißt, bei uns gibt es ja immer Berufungskommissionen, wo dann die Professoren und Professorinnen auch Vorträge halten, eine sogenannte Probevorlesung und dann in ein Hearing gehen. Das haben wir virtuell durchgeführt, war am Anfang etwas, wo wir uns gedacht haben, boah, ob das so gut funktioniert und wie denn das ankommt, sowohl bei den Kandidatinnen und Kandidaten als auch bei uns selbst. Und das hat eigentlich überraschenderweise wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Überraschenderweise natürlich für mich als ITler war das klar, dass das gut funktioniert, aber es war doch eine Herausforderung an manchen Stellen, aber hat gut funktioniert. So, aus der Sicht der Personalerin und des Personalers ist das virtuelle Gespräch sehr gut, um einmal einen ersten Eindruck von den Kandidatinnen zu bekommen, um einmal einschätzen zu können, ja, wie tickt denn die Person überhaupt? Was etwas schade ist, ist natürlich die Thematik, dass der persönliche Kontakt leider eben komplett verloren geht. Man hat zwar so das Thema Mimik und so an der Kamera schon auch und die Körpersprache, aber dieses, ich sage jetzt einmal, dieses Gespür und dieses Gegenüber so ein bisschen kennenlernen, das fällt halt komplett weg. Und der Person-Environment-Fit, also passt die Person auch zur Unternehmenskultur, ist nur ein weiterer Punkt, der aus unserer Sicht im Personal sehr wichtig ist, aber den man jetzt in einem virtuellen Gespräch vielleicht noch nicht so beurteilen kann. Deshalb ist es immer wichtig, dass man auch ein zweites Gespräch vor Ort macht. Das ist auf jeden Fall essentiell, um auch die Arbeitsumgebung kennenzulernen aus Sicht der Kandidatinnen und auch den Bewerber oder die Bewerberin dann vor Ort nochmal in einem persönlichen Kontext zu sehen. Aus Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten war natürlich eine große Nervosität und ein großes Fragezeichen hinsichtlich der Technik. Wie funktioniert das? Was ist zu tun? Was sind Risiken, Stolperfallen und solche Themen? Und ja, diese große Nervosität hat sich dann aber im Laufe des Gespräches immer gelegt.
Und ja, es braucht halt eine gewisse Akklimatisierungs- und Eingewöhnungszeit, auch mit den technischen Tools. Aber am Ende des Gesprächs, wie bereits gesagt, ein positives Resümee. Also wir haben bei uns sowohl die Studierenden befragt, die ja sozusagen jetzt während dieser Lockdown-Phase Online-Vorlesungen besucht haben, als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Bewerberinnen. Und die waren durchwegs positiv gestimmt, was jetzt dieses E-Learning-Thema, aber auch virtuelle Vorstellungsgespräche und Ähnliches betrifft. Gut, nachdem ich jetzt schon langsam auf die Zeit schaue, eine kurze Zusammenfassung und Empfehlung. Virtuelle Gespräche für die Erstauswahl auf jeden Fall geeignet. Die persönlichen Gespräche für die Entscheidung sind dann aber doch essentiell und eine Personalentscheidung nur auf Basis eines Online-Gespräches würde ich als Personaler nicht treffen wollen, weil, wie gesagt, dieser persönliche Kontakt fehlt und dieses Setting im Unternehmen mit Arbeitsumgebung etc. fällt halt ins Wasser. Das heißt, die Arbeitsumgebung, der Team Spirit und die Werteübereinstimmung sind so generelle Themen, wo ich sage, das ist wichtig, das muss man auch erleben vor Ort und das ist virtuell nur ganz, ganz schwer darstellbar. Was sind so die Empfehlungen für die Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt zuhören? Auf jeden Fall Sinn macht, vor dem Gespräch ein CV-Profiling zu machen. Das bedeutet, Kompetenzraster, die Stärken und Schwächen darstellen und sich überlegen, was macht mich aus, warum bin ich geeignet für die Stelle? Also ich kann mir vorstellen, da haben Sie auch schon einige Tipps bekommen in Veranstaltungen und Vorträgen vor meinem. Und ja, da ist auf jeden Fall Kreativität gefragt, auch im Hinblick auf Videobewerbung, vielleicht Animationen, wenn es jetzt irgendwie im Bereich Marketing oder Mediendesign sein soll. Also die Kreativität ist auf jeden Fall gefragt und keine Angst vor Technik, sondern diese proaktiv nutzen und das Allerwichtigste aus meiner Sicht authentisch sein. Und ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch die Literaturempfehlungen, wie versprochen. Es sind da einige gute Werke dabei. Ich persönlich würde empfehlen die Bücher von Hesse und Schrader. Die sind auf jeden Fall zu empfehlen. Also da gibt es Unmengen von den beiden Autoren. Die haben da ganz viel zur Auswahl. Ich habe jetzt einmal zwei herausgenommen, um Ihnen sozusagen ein Portfolio zu liefern mit Literatur. Und ja, interessant auch das an letzter Stelle, das Buch von Thomas Schleier, wo es darum geht, dass man sich so präsentieren sollte, als wäre man eine Tafel Schokolade. Also für alle, die noch ein bisschen tiefer graben wollen, als Literaturempfehlung. Und ja, jetzt wäre von meiner Seite der Vortrag durch. Und ich würde mich freuen über offene Fragen, Unklarheiten, vielleicht Tipps, die ihr noch wollt. Und ja, ich freue mich auf die Diskussion. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Christoph. Das war sehr Gerne. Spannend. Jetzt versuchen wir uns wie eine gute Tafel Schokolade zu präsentieren. Super. Wir haben auch einige Fragen im Chat bekommen, die ich dir gleich stellen werde. Und zwar Gerne. Unter anderem, was ist ein Kompetenzraster? Also ein Kompetenzraster ist ein Raster, wo man sozusagen auf Basis der Stellenausschreibung, wo man ja immer gewisse Anforderungen hat, die man machen sollte oder haben sollte und mitbringen sollte, wo man die gegenüberstellt mit Themen, wo ich sage, das kann ich. Und dann kann man sich das gegenüberstellen und sagen, beispielsweise, es wird jemand gesucht, der Hausnummer Erfahrung mit Projekten hat oder gute Verhandlungstechniken oder irgendwas in dieser Richtung. Und da kann ich dann sozusagen auf Basis der einzelnen Punkte mir Raster machen und daneben sozusagen wirklich Stück für Stück mir mein Profil erarbeiten, um das passend darzustellen auf die jeweilige Stelle. Verstehe. Ich hoffe, das hat jetzt auch die Angela verstanden. Jetzt haben wir das alle erklärt bekommen. Das ist sehr gut. Wir haben eine Person, die hat gleich zwei Fragen. Und zwar ist die erste: Ich habe das Gefühl, in Ausschreibungen werden die Begriffe Motivationsschreiben und Bewerbungsschreiben wie Synonyme verwendet. Woher weiß ich, was ich wirklich schreiben soll? Eine andere antwortet darauf mit: Gute Frage, ich weiß nie, was ich ins Anschreiben schreiben soll, wenn ich sowieso ein Motivationsschreiben mitschicke.
Da scheint es Verwirrung zu geben. Da scheint es wirklich Verwirrung zu geben. Hintergrund des Ganzen ist ein Anschreiben, war immer sozusagen dieser Brief, dass man sich eben für die Stelle interessiert. Und das Motivationsschreiben war immer die berühmte dritte oder vierte Seite, je nachdem, wo man dann nochmal explizit die Motivation darlegt. Heutzutage ist das nicht mehr so kritisch. Das bedeutet, man kann auch die Motivation sozusagen mit dem Anschreiben vermischen und zum Beispiel sagen, hey, ich bin IT-Nerd, ich bin hochmotiviert, weil mich XYZ besonders interessiert und Ihr Unternehmen bringt mir genau das. Und das kann man auch in ein Anschreiben packen. Das heißt, wie schon richtig erkannt, ist das wirklich synonym und es ist jetzt nicht irgendeine Vorschrift zu sagen, es muss ein Anschreiben und ein Motivationsschreiben geben. Wichtig ist, dass es formal korrekt ist und dass ja, einfach die Motivation der Bewerbung herausgeht und dass man auch sieht, warum ist jemand genau durch unser Unternehmen angesprochen und was reizt den Bewerber, die Bewerberin an der Stelle. Okay, vielen Dank. Dadurch haben sich, glaube ich, auch einige andere Fragen erübrigt. Eine sehr spezielle Frage habe ich da jetzt noch, die aber auch sehr interessant ist. Wie baue ich eine Behinderung möglichst positiv ein? Ich würde das proaktiv machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Kontext der digitalen oder Videobewerbung mir das überlege, könnte das ja ein Bewerbungsvideo sein, wenn es jetzt zum Beispiel eine körperliche Behinderung ist und ich gehe davon aus, dass zum Beispiel der Unterarm fällt, dass ich das offen im Video kommuniziere und damit proaktiv umgehe. Wenn man es nicht angeben will, ist das auch kein Thema. Also ich sehe das jetzt weder als Ausschlussgrund noch als sonst irgendwas. Also das wird auch im Zuge der Bewerbung von unserer Seite nicht bewertet, im Sinne von negativ, sondern ja, jeder Mensch ist, wie er ist und wenn er zum Unternehmen passt, dann ist eine Behinderung auf jeden Fall kein Ausschlussgrund. Ganz im Gegenteil, im Hinblick auf Diversität sehe ich das sogar positiv im Hinblick auf, wie kann sich ein Unternehmen weiterentwickeln und wie sensibel sind dann die Mitarbeiter auch in dem Unternehmen. Vielen Dank für die Antwort. Gerne. Welche Möglichkeiten sehen Sie bei einem Vorstellungsgespräch nach der Unterstützung des Unternehmens von Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fragen? Das ist eine coole Frage, weil, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber die FH Kufstein ist ausgezeichnet worden als Hochschule im Bereich Beruf und Familie, beziehungsweise Hochschule und Familie in diesem Kontext. Und ja, ich sehe das auf jeden Fall als großen Punkt. Also ich habe die Meinung, gute Eltern sind bessere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, das ist so dieser Aspekt. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall der Punkt, der sozusagen bei den Firmen liegt, dass die da auch kreativ sein müssten und das entsprechend anbieten sollen. Sei es jetzt von Gleitzeit bis hin zu Mobile Working, Homeoffice Regelungen und dass einfach die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann. Das heißt, auf Basis dessen ist es natürlich auch für die Bewerberinnen und Bewerber ein wichtiger Punkt, wo sie sagen, okay, das ist ein Auswahlkriterium für mich, warum ich beim Unternehmen arbeiten will oder eben nicht. Und unter dem Aspekt sehe ich das so, dass da auch der Bewerber oder die Bewerberin im Bewerbungsgespräch entsprechend darauf eingehen kann mit einer Frage und sagen kann, wie geht es denn ihr überhaupt mit Familie um? Was habt denn ihr für Angebote? Wie schafft ihr es, Vereinbarkeit bei Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen? Also das sind Punkte, wo ich mir denke, da müssen oder sollen die Bewerberinnen sogar aktiv auf die Unternehmen zugehen, weil wenn die dann in dem Bereich eh schon was machen, dann ist das sozusagen wie jetzt bei mir aufgelegter Elfmeter, wo man auch wirklich als Unternehmen sich auch nochmal präsentieren kann, was dann vielleicht Sie als Bewerberinnen und Bewerber sich dann nochmal mehr motiviert, um zu sagen, ja, das ist ein cooles Unternehmen, da will ich hin. Also in Wahrheit eigentlich einfach offen ansprechen. Ja, ganz genau. Ist am allerbesten. Sehr gut. Die nächste Frage, ist ein Bewerbungsvideo sinnvoll? Ja und nein. Aufgrund dessen, dass es immer darauf ankommt, in was für einem Kontext und was für eine Stelle. Wenn wir jetzt ein Bewerbervideo haben in einem Bereich, wo es wirklich um Marketing geht, um Designerthemen, um Videoschnitt und Ähnliches, dann ist es auf jeden Fall etwas, wo man im Zuge des Videos schon die Kompetenzen auch darlegen kann und zeigen kann, was man am Kasten hat. Wenn es jetzt eine Stelle ist, wo eigentlich mit Video nicht relativ viel zu tun ist und wo es eigentlich um andere Themen geht, wo, sagen wir mal, weniger die Kreativität gefragt ist,
dann kann man es machen, hat aber vermutlich jetzt nicht den Mehrwert, als wie wenn es jetzt wirklich gezielt ist. Also da gäbe es sicher andere Möglichkeiten. Okay. Genau. Gut, dann noch eine Frage, wie würden Sie Lücken im Lebenslauf erklären? Zum Beispiel gerade wegen dem Coronavirus, wenn man vielleicht gerade einen Kurs macht oder Sonstiges. Die Frage kommt ja öfter. Wie siehst du das? Ich sehe das so, dass ja, der geradlinige Lebenslauf ausgedient hat. Das heißt, viele Personen, die heutzutage studieren, machen vieles parallel, arbeiten nebenbei. Das heißt, es gibt eigentlich nicht mehr diesen geraden Lauf. Natürlich ist es dann ein Thema, wenn man sagt, ja, man hat da mal eine Lücke oder man hat da parallel was anderes angefangen. Man muss es auf jeden Fall erklären können. Und wenn eine Lücke da ist, ja, mei, dann ist halt eine Lücke da. Und ich sehe das jetzt eigentlich relativ unkritisch. Und ich meine, was haben wir für eine bessere Erklärung für eine Lücke als wie jetzt die Corona-Phase? Weil, ja, da geht es uns allen gleich im Endeffekt. Ich weiß zum Beispiel, dass bei uns die Studierenden Probleme gehabt haben, Praktikumsplätze zu finden oder Ähnliches. Oder auch an der Uni, dass da manche Kurse gar nicht mehr angeboten worden sind und solche Themen. Und ja, ich würde das offen und proaktiv angehen. Okay, also auch da einfach offen bleiben. Ich glaube, das ist das, was wir heute von vielen, vielen Vorträgen und auch von hier jetzt mitnehmen können. Wir haben noch Zeit für ein paar Fragen und es kommen auch noch welche. Dauerten die von Ihnen geführten, online geführten Gespräche kürzer als die Präsenzgespräche? Jein. Im Normalfall setzen wir es an für circa 30 Minuten bis eine Stunde, das virtuelle Gespräch. Das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Wenn es dann bei uns im Hause ein Vor-Ort-Gespräch gibt, ist das meistens doppelt so lang. Das bedeutet, wir machen es so, bei uns gibt es einmal ein Gespräch, wo es um das Formelle geht, wo man dann also Vertragsthemen bespricht als ersten Punkt. Und der zweite Punkt ist dann bei uns ein Gespräch, ich nenne es dann, ja, den heißen Stuhl oder sowas in der Richtung, wo man dann auch das Team kennenlernt, wo man mit dem Team vielleicht auch gemeinsam ja, essen geht oder einen Kaffee trinkt, um sich da halt ein bisschen kennenzulernen. Ich meine, bei uns ist das einfacher, wir haben die Mensa im Haus, aber das sind so Themen, die man natürlich berücksichtigen muss, aber ja, das persönliche Gespräch ist länger. Okay. Habe ich mir auch fast gedacht, dass das die Antwort sein wird. Ich würde sagen, wir schließen die Fragerunde hier mal. Christoph, du kannst dich aber gerne auch in den YouTube-Kanal auch nochmal einwählen und gerne auch noch mit Leuten, die vielleicht jetzt noch Fragen haben, kurz schreiben bzw. diese noch kurz beantworten. Und ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich dafür, dass du dich zugeschaltet hast aus dem wunderschönen Kufstein. Und wir sehen uns wieder um 13.40 Uhr. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße nach Wien. Dankeschön. Tschüss. Ciao.